bin Ulrike, ich bin 34 Jahre alt und ich habe als Herzfehler ein Double Outlet Right Ventricle. Auf Deutsch ist es im Grunde das, aus meiner rechten Herzkammer die beiden großen Gefäße entspringen, sowohl die Aorta als auch die Lungen, die Lungenarterie. Und der Herzfehler selber ist aber nur Folge von einem Syndrom. Mein Name ist Sabrina, ich bin 19 und ich habe eine Variation des hypoplastischen Linksherzsyndroms, was so viel heißt, dass meine linke Herzkammer ein bisschen kleiner ist als meine rechte und damit nicht vollends funktionsfähig. Dann habe ich auch noch ein paar Löcher zwischen den beiden Kammern und in meinem Aortenbogen sind ganz viele Verengungen gewesen und grundsätzlich wurde ich dann operiert zu einem Fontan-Kreislauf, also das ist praktisch ein umgelegter Kreislauf. Das heißt, ich habe nicht mehr Körper- und Lungenkreislauf, sondern ich habe nur noch einen zusammengelegt. Ich glaube, den hast du auch. Ja. Okay, was heißt das? Wie war eure Kindheit? Habt ihr da, wie viele Operationen habt ihr hinter euch? Ich habe praktisch drei geplant und eine Not-OP hinter mir. Ich lag auch schon im künstlichen Koma und wurde auch schon reanimiert. Und ich würde sagen, es hatte schon Folgen für meine Kindheit, weil ich war halt nie ein gesundes Kind. Und als gesundes Kind oder als krankes Kind so rum, in einer gesunden Welt aufzuwachsen, du bist anders. Wir sehen ja gesund aus und sieht man es ja nichts an. Dann ist es durchaus für mich schwer gewesen, dann mit meinen Grundschulkameraden klarzukommen, weil alles, was ich praktisch gemacht habe, wurde dann auf die Kante geschoben. Ich glaube, je älter man wurde, desto mehr wurde man auch mit dem Alter konfrontiert, aber desto besser wurde es auch mit der Zeit. Und ich glaube, man sollte dann auch irgendwie nicht den Glauben verlieren, dass man immer in dieser schlechten Phase drin steckt, weil es immer auf und ab geht. Wie war das bei dir? Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Also dadurch, dass ich ein bisschen älter bin, war es so, dass der Herzfehler selber ist auch erst nach der Geburt festgestellt worden. Ja, bei mir auch. Und dann kamen so die ganzen Diagnosen auch eher so schrittweise. Also man hat nicht gleich am Anfang sagen können, so das ihr Kind hat jetzt das und das, sondern das kam alles so schrittweise raus. Und für meinen Herzfehler gab es im Grunde damals keine Behandlungsmöglichkeiten. Also ich habe die erste OP mit einem Jahr gehabt, das war aber eher eine palliative OP, die mir das Leben etwas verlängert hat, aber sie hat nicht dazu gedient, dass ich jetzt besonders alt werde. Also meine Eltern haben immer so gesagt bekommen, naja, über Einschulungen brauchen sie sich bei ihrer Tochter eigentlich keine Gedanken machen, so alt wird sie im Grunde gar nicht. Also dass ich mich so gut entwickle, hätte eigentlich keiner gedacht. Ich habe meine Schulzeit dann eigentlich ganz normal gemacht. Also ich bin die ersten zwei Jahre noch auf eine Schule für körperbehinderte Kinder gegangen. Das war aber eher so, weil meine Eltern mir den Schulstress nicht so zumuten wollten, weil es da einfach ein bisschen langsamer in kleineren Klassen losgeht. Und ich habe mich dann aber in der zweiten Klasse schon angefangen zu langweilen. Heute sage ich immer, naja, ich habe einen Herzfehler, aber der Kopf funktioniert eigentlich ganz gut. Ja. So dass ich dann nach der dritten Klasse auf eine ganz normale Grundschule gegangen bin und im Grunde meine komplette Schulzeit bis zum Abitur durchgezogen habe. Das Einzige, was ich halt nie gemacht habe, ist am Sportunterricht teilgenommen. Ich war bedingt befreit. Also es kam ein bisschen auf den Lehrer an. Zwischenzeitlich war ich komplett befreit. Manchmal wurde aber auch nur das benotet, was ich mitmachen konnte und wollte. Aber es war auch irgendwie wichtig, dass ich meine Grenzen erfahren habe, aber auch, dass ich gelernt habe, so, ich mache jetzt von alleine Stopp und muss jetzt nicht von irgendwelchen Leuten unterbrochen werden. Und es waren eigentlich so eher die Auseinandersetzungen, was den Berufswunsch anging. Also ich wollte, mein Traumberuf war Kinderkrankenschwester. Das wollte ich unbedingt werden und alle haben mir gesagt, sowohl meine Eltern als auch meine Ärzte, das werde ich nicht packen, das ist zu anstrengend für mich. Und ich habe mir gedacht, ja, aber ich zeige es. Genau, ich habe mich letzten Endes für den Beruf Diätassistentin entschieden. Ja, und es war die richtige Berufswahl. Ja, sehr schön. Ja. Möchtest du noch mal erzählen, ja, was du hast? Also ich habe gerade im Sommer mein Abitur abgeschlossen
und bin auch ganz stolz auf den Einserschnitt. Und habe dann direkt im Oktober mit einem Studium angefangen. Ich studiere jetzt Medizin. Ich habe sehr lange gezweifelt, ob ich es machen will. Nicht, weil, wie viele gedacht haben, es wird so eine krasse psychische Belastung für mich oder so. Ich gehe ja praktisch dahin, wo ich groß geworden bin, zurück ins Krankenhaus, zurück. Alles umgeben von Krankheit, von Leid, von Elend. Aber ich sage, da ist auch total viel Freude. Es war bei mir lustigerweise ähnlich, dass ich gedacht habe, ich will irgendwas im Krankenhaus machen, irgendwas mit Medizin. Ich fand das faszinierend. Also mich hat das nicht abgeschreckt. Es gibt ja Leute, die sagen, um Gottes Willen, bloß nichts mit Krankenhaus. Ich habe das Gefühl, sie machen entweder man geht genau in die Richtung oder genau in die andere. Ja. Aber nichts dazwischen. Ja. Und deswegen, ich wollte auch mal irgendeinen medizinischen Beruf. Ich fand das spannend und nicht abschreckend.